Hallo und willkommen zurück zu Heroes of Might and Magic 3. Ja, genau. Wir machen jetzt diesem Trauerspiel und dieser Schnitzeljagd ein Ende, nachdem wir diese Erzgruppe geholt haben. Und beenden diesen Dreckslevel. Wegen 96 Troglodyten muss ich mich hier noch mit diesem Dreck aufhalten. Aber toll, ein Schlag. Gott, ey, Gott, ey. Braun ist bezwungen. Glückwunsch, all eure Feinde sind besiegt. Der Sieg ist euer. Alter. Das waren jetzt 36 Sekunden ins Geschehen und dafür musste ich noch eine neue Folge anfangen. Naja, egal. Die Greifenklippe, Szenariobeschreibung. Um zu gewinnen, müsst ihr alle 7 Greifentürme finden und euren Banner vereinen. Bonus, das sind 3 Artefakte. Goldener Bogen, der goldene Bogen ermöglicht das Schießen durch jedes Hindernis und aus jeder Entfernung ohne Abzüge. Das ist ziemlich gut. Löwenschild des Mutes. Der Löwenschild des Mutes erhöht alle 4 Primärfähigkeiten um 4. Das ist noch um einiges besser, wie ich finde. Und der endlose Goldsack erhöht euer Einkommen um 1000 Gold pro Tag. Das ist auch, ja, sehr nett, aber ich bleib doch mal Jedes am Jahr kommen Reiter Dings. aus der ganzen Welt nach Büchenklich. Soldaten Königs Greifenherz des Ersten zähmten die Greife und bildeten sie für den Krieg aus. Mit diesen großartigen Tieren vereinigte König Greifenherz die zerstrittenen menschlichen Kolonien und gründete Eratia. König Greifenherz wusste, dass die hier ansässigen Greife der Schlüssel zu einem eratianischen Krieg wären. Um Stedwick zu sichern, brauchen wir die Greife. Ich bin eigentlich nicht so der große Freund von Greifen. Die Umgebung von Griffincliff, dem alljährigen Brutplatz, von dem fast alle Greifen Eratias stammen, wird momentan von Nygon und Kriegan-Truppen kontrolliert. Die Greifen waren vor Generationen der Schlüssel zur Errichtung Eratias. Nun sind sie der Schlüssel für seine Rückeroberung. Die Nygon- und Kriegan-Plage in dieser Region ist unübersehbar. Dennoch müssen wir die Greifen befreien, die dazu gezwungen werden, dem Feind zu dienen. Wir haben Berichte erhalten, dass die Hauptstadt Stedwick belagert wird. Fällt Stedwick, benötigen wir hier unbedingt die Hilfe der Greifen. Finde die Greifentürme im Norden. Wir müssen alle befreien, bevor wir nach Stedwick vorrücken können. Oh, muss ich mich mal kurz orientieren? Wer bist du? Moment, da ist der, da ist mein Hauptteil, da ist der. Okay, dann bist du das. Das ist ein Greifenzwinger, da muss ich gegen Greifen kämpfen. Bin ich mir ziemlich sicher. Darum lasse ich das mal lieber. Oh, schauen wir mal kurz die Städte an. Oh. Immerhin schon mal 2 Rekrutierungsgebäude. Und sonst absolut gar nichts. Klasse. Weiter. Auch absolut gar nichts. Stark. Uff. Nein. Sollst dich dahin bewegen, du Blödkopf. Das Lagerfeuer zu dem netten Typen hier, der mir plus 1 Wissen gibt. Zur Mühle. Zu den Ställen und jetzt das Gold einsacken hier. Und mit denen werde ich fertig. Sofern sie sich nicht mehr anschließen wollen, was doch einiges besser ist. Nett. Da kriege ich ja nichts. Schlüsselmeister. Der Wächter dieses Schlüsselmeisterzeltes scheint erfreut zu sein, euch zu sehen. Ah, endlich jemand, der würdig ist, sagt er. Ich werde der Grenzwache sofort eine Nachricht zukommen lassen, damit sie euch passieren lässt. So, Schlüsselmeisterzelte. In manchen Leveln gibt es Tore, farbige Tore, die nur geöffnet werden können, wenn man das dementsprechend farbige Schlüsselmeisterzelt besucht hat. Jetzt habe ich grün und blau besucht, also diese Tore sind offen für mich, passierbar. Schwanenteich, nein. Gold, mehr Gold. Ja, holen wir mit dem die Edelsteine. Was mache ich mit dir? Was mache ich mit dir?
Du gehst nach Westen. Ach ja. Dinge bauen. Dinge bauen, Dinge bauen, Dinge bauen. Marktplatz. Ich bleibe meiner alten Strategie treu. Dass ich erstmal schön auf Gold gehe. Und danach auf Einheiten. Was zur Hölle? Nein. Boah, sieht so falsch aus. Runder. Oh, sehr schön. Das ist eine ziemlich große Karte, wie ich gerade sehe. Das kann also etwas länger dauern. Dieses Level. Außer ich cheate. Das wäre natürlich... ja, unfair, aber... ah, apropos, wenn man cheatet in diesem Spiel... erstmal kurz hier. Ich soll dem das Artefakt bringen, das hier gezeigt wird. Wenn man cheatet in diesem Spiel, dann wird es am Ende in der Bewertung eines Levels aufgeführt. Dann steht da Betrüger. Das finde ich eine sehr, sehr nette Idee von den Entwicklern. Dass man gleich mal hier als der Versager dargestellt wird, der man ist. Eine Horde Magox? Ich weiß nicht. Nee, so wichtig ist mir das Gold da unten ja gar nicht. Oh, Baum. Ah, schön. Bessert Artillerie. Und du? War ich da schon? Da war ich nicht. Wasserrad. Gold. Okay, jetzt habe ich hier mein unteres Territorium mir eigentlich abgegrast. Größtenteils. Ah, noch eine Kristallmine. Was brauche ich? Magiergilde. Ich glaube, die beiden kleinen Städte hier unten lasse ich erstmal einfach nur so als Goldlieferanten stehen. Es wäre ganz schön teuer, da ist Fort, Zitadelle und Schloss zu kaufen für beide. Naja, werde ich dann sehen. Du wolltest, genau, zur Hütte des Seers. Vogel der Beobachtung soll ich ihm bringen. Ups, war ich ja schon. Eine Stufe dazu, verbessert Bogenschießen. Ja, jetzt überlege ich. Ich glaube, ich gehe erstmal mit den drei nebensächlichen Helden zu jeweils einer Stadt zurück und hole mir recht sinnlos die Zauber da. Aber da habe ich wenigstens was zu tun. Oh, da hat ja noch jemand ein Zauberbuch. Naja, immerhin magischer Pfeil. Stadtrathaus, genau. ...15.000 nur für diesen Mist. Ja, nehme ich doch dankend an. Was? Die wollen fliehen. Warum? Seid ihr dumm? Ich hätte euch doch mitgenommen. Oh, da war ich ja noch gar nicht. Nein, nicht verfolgen. Zurück mit dir. Zauberbuch. Ja. Okay. Bleib erstmal da. Schutzwassermagie. Naja. Nicht so der Hammerzauber, aber... oh mein Gott, geh weg von meinem Quecksilber! Blöde orangene Hure! Das gibt's doch nicht. Was brauche ich dafür? Was? Benötigt nichts. Klar, ich brauche ein Schloss. Ja, da finden wir jede Menge Holz und Dings. Ich glaube, die lasse ich erstmal so, die anderen beiden.
Da kriege ich eh nichts mehr, aber die eine Erfahrungsstufe kriege ich noch. Und dann kämpfen wir gegen die Zeberi. Was mache ich jetzt eigentlich mit euch dreien da? Ach, ihr geht dem dann hinterher, würde ich sagen. Ihr bleibt hier schon mal in Lauerstellung. Na, bis auf du gehst da jetzt hin. Das ist den Zauberbuch und oh mein Gott, wir haben nicht mehr viel Zeit. Aber den Tag mache ich noch zu Ende. Joa. Das war's dann auch schon wieder für diese Folge. Also, bis zum nächsten Mal bei Heroes of Might and Magic. Ciao.